Der Justiz in Baden-Württemberg ist ein großer Schlag gegen Raubkopierer gelungen. Worum es da geht, erkläre ich in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Und die Justiz in Baden-Württemberg, die feiert sich gerade. Sie hat nämlich 2 Millionen illegal gepresste Schallplatten und CDs gefunden. Ja, warum lagen da so viele auf Lager, dachte ich mir. Wer hört heutzutage noch Schallplatten? Aber es scheint mehr zu geben, als man denkt. Jedenfalls diese, die dort gefunden worden sind, die waren illegal. Und verhaftet worden ist direkt ein 60-jähriger Mann, der in Untersuchungshaft sitzt. Er soll in Polen diese Presswerke betrieben haben, beziehungsweise aus Polen die raubkopierten CDs dann nach Deutschland gebracht haben. Und das Ganze waren Werke von Led Zeppelin, den Beatles, den Rolling Stones. Und die sind beliebt auf Schallplatten, sodass da offenbar immer noch ein ganz großer Markt war. Jetzt ist die Problematik, dass diese Schallplatten schon gewerbsmäßig verkauft worden sind, sodass dem Betreiber hier eine mehrjährige Haftstrafe droht, bis zu 5 Jahre sind hier drin. Aber ihr seid vielleicht die Käufer solcher Schallplatten. Wir haben in der Vergangenheit häufig Abmahnungen erlebt von Schallplattenhändlern, die aus Wohnungsauflösungen plötzlich in Besitz solcher raubkopierter CDs gekommen sind. Manchmal ging es da auch um sogenannte Bootlegs, also illegale Konzertmitschnitte oder eben von vornherein illegal gepresster Kopien. Und da stellt sich die Frage, was ist, wenn ihr das an einen Weiterverkäufer verkauft oder vielleicht noch schlimmer, weil ihr damit präsent am Markt seid, bei eBay verkauft solche CDs. Und wir setzen vielleicht noch einen Schritt vorher an. Was ist, wenn ihr die angekauft habt? Nun, wenn ihr die angekauft habt, das habe ich mir angeschaut, dann konntet ihr in der Regel nicht wissen, dass es sich hier um illegale Kopien handelt. Es sei denn, die sind so weit unter dem Marktwert angeboten worden, dass ihr stutzig werden musstet. Wusstet ihr es nicht, dürft ihr das Ganze ankaufen und seid nicht etwa Beteiligter an einer Urheberrechtsverletzung. Wusstet ihr es schon, dann könnte das Ganze schon kritisch werden. Kritisch wird es auf jeden Fall, wenn ihr diese Raubkopien wieder anbietet und verkaufen wollt. Denn bei der Weiterveräußerung hat man ein illegales Inverkehrbringen oder öffentliches Anbieten. Und dann könnt ihr wegen Urheberrechtsverletzungen abgemahnt werden. Das kennt ihr natürlich aus den Tauschbörsen. Hier wird es zum Glück nicht ganz so teuer. Die Urheberrechtsverletzung kostet euch Abmahngebühren. Naja, wenn es im privaten Bereich ist, wahrscheinlich nur 150 Euro. Aber wenn ihr es verkauft, versuchen die Anwälte mal zu sagen, wir haben den privaten Bereich verlassen. Dann hat man eben so 600, 700, 800 Euro Anwaltskosten bei einer CD plus die Kosten der CD plus den ganzen Ärger, den man hat. Also ihr solltet euch informieren über die Quelle, von der ihr eure CDs, Schallplatten und DVDs kauft. Denn in dem Moment, wo es Raubkopien sind, passiert euch zwar beim Ankauf noch nichts, aber beim Weiterverkauf, da müsstet ihr vorsichtig sein. Und wenn ihr Presswerke betreibt, habt ihr jetzt auch noch eine schöne Information. Ihr kommt bis zu 5 Jahre dafür ins Gefängnis, wenn diese Pressungen illegal sind. Also insofern kauft lieber bei verifizierten Händlern. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.